Was kann ich für Sie tun, Sir? Loretta, sehen Sie den Mann, der mit Ihrem Manager spricht, mit dem Aktenkoffer? Oh, Mr. Gwinden ist nicht unser Manager. Unser Manager ist Mr. Schoen, aber der ist heute nicht da. Aber Sie sehen doch den Mann mit dem Aktenkoffer. Ja. Das ist mein Partner. Er hat eine Waffe da drin. Und wenn Sie nicht genau das tun, was ich Ihnen sage, werde ich ihm ein Zeichen geben und dann schießt er Ihre Mr. Gwinden genau zwischen die Augen. Nehmen Sie einen großen Umschlag und stecken Sie so viele Hunderter, 50er und 20er rein, wie Sie können. Nichts mit Banderole oder Gummiband. Ich will keine Farbpatronen und auch kein markiertes Geld. Fangen Sie mit der zweiten Schublade an und dann die da drüben unter dem Geldzähler. Okay, ist ja gut. Fangen Sie an, Loretta. Der Schlüssel liegt gleich neben Ihnen. Na also. Auf keinen Fall Scheine von unten, bitte. Ihr erster Überfall? Ja. Das machen Sie toll. Aber Sie müssen lächeln, damit niemand misstrauisch wird. Ihr Lächeln ist nämlich hübsch. Geben Sie mir die 20er, die nehme ich. Okay. Los, ist gut, die stecke ich in die Tasche. Na also. Okay. Ich brauchte meinen Partner nicht einzuschalten und das ist gut. Er wartet noch 30 Sekunden, bis ich draußen bin, um sicherzugehen, dass Sie keinen Alarm ausgelöst haben. Falls doch, schießt ihr Ihre Mr. Gwinden zwischen die Augen. Okay? Okay. Ich denke, das wär's, Loretta. Danke. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Hey. Sie ist süß, oder? Ja, sie ist bestimmt sehr nett. Wer war das?